So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind zurück mit einer kleinen Entwicklungssession, weil die Generation 4 ist ja da, nicht alle, die erste Welle ist zumindest da, die Starter zum Beispiel und ein paar kleine Füller-Pokémon und wir haben jetzt die letzten Tage ein bisschen gesammelt und wollen jetzt mal die ersten Sachen entwickeln, also alles was jetzt so da ist, die Starter natürlich und die Füller-Pokémon und hauen dazu erstmal ein Glücksei ein. Wir haben davon nämlich noch so viele, 112. Schauen mal in den Pokédex, in den Beutel rein. Wir gehen natürlich runter nach Nummerierung sortiert, dass man das alles sieht. Und fangen an mit einem Chelast. Ich habe mir halt immer 3 Stück aufgehoben, damit ich von jeder Form dann eins haben kann. Und das höchste nehmen wir jetzt mal und entwickeln es durch. Wie ihr seht, natürlich neuer Pokédex-Eintrag. Ich habe auch extra, wenn irgendwo Weiterentwicklungen schon gesessen haben, gerade auch bei diesen kleinen Dingern, da extra nicht gefangen, weil ich das jetzt natürlich alles mit dem Glücksei verbinden wollte. Und da ist der erste Starter, das Pisasam der 4. Generation, im Pokédex registriert. Chelast wurde also zu Chelkarain. Und das entwickeln wir gleich nochmal auf die 3. Stufe. Viele sagen ja, dass das richtig cool ist, das coolste von den 3 Startern aus der 4., weil das erst einen Busch auf dem Rücken hat und dann plötzlich hat es einen ganzen Baum auf dem Rücken. Ich meine, das sieht schon cool aus, ist wie so ein Dinosaurier von früher. Und mit dem Design haben sie sich natürlich wieder mal selber übertroffen. Ist eine coole Sache, das sehen wir hier, Rasierblatt und Steinkante hat es. Steinkante ist sogar geboostet gerade. Weiter machen wir aber mit dem Panflam. Was wir weiterentwickeln, das ist natürlich das Glumanda sozusagen. Und wie Logok ist das am Ende, glaube ich, ein Kampffeuer-Pokémon. Und Logok scheint ja auch ein guter Kämpfer als Kampf-Pokémon zu sein und macht Machomai da mächtig Konkurrenz. Ob es bei ihm ja auch so ist, weiß ich jetzt leider nicht. Ich beschäftige mich eigentlich nicht so viel mit diesen ganzen Randfakten. Ich spiele einfach nur. Ein Panpiro ist raus geworden und wir nehmen die nächsten 100 Bonbons und entwickeln es zur letzten Stufe und sind auch jetzt die IV erstmal komplett egal, da wir jetzt erstmal das höchste entwickeln, denn mit den meisten Dingern kann man ja eh nichts anfangen, weil es eben bessere Alternativen gibt, gerade bei Feuer, gerade bei Wasser natürlich, Kyogre und so, killt immer alles. Ein Panferno. Das ist Feuerkampf, hat aber sogar eine Pflanzenattacke, nämlich Solarstrahl mit 2400. Da drücken wir auch nochmal drauf, dass der sich präsentieren kann. Dann geht es weiter mit Plinfa. Und bisher war es ja immer so, dass das Blaue irgendwie am schwächsten war. Also nichts gegen Team Blau, aber mir ist das immer bei Arctos, Zapdos, Lavados aufgefallen, dass das nicht mal über die 3000 kam, die anderen aber schon. Oder auch, dass eben... Moment, erstmal warten wir auf den Pokédex-Eintrag. Genau das bei Suicune, bei den Raubkatzen. Suicune natürlich auch am schlechtesten war. Oh, das sehe ich gerade. Wir können Plibrin gar nicht entwickeln. Entweder muss ich noch welche weghauen. Nee, oder wir stecken kurz mal ein paar Bonbons rein. Extra nur für das Video. Sind ja nur 4 Stück, dass wir die 100 zusammen haben. Und entwickeln auch das noch eine Stufe weiter. Ihr seht, ein Pinguin natürlich. Aber auch bei Turtok war es ja auch so bei den Startern, dass Turtok die wenigsten WP hatte, einfach nicht so hoch kam wie jetzt Bisaflor oder Glurak. Und irgendwie stinkt Blau immer ein bisschen ab. Woran das liegt, keine Ahnung. Aber egal, im Pokédex registriert. Der sieht richtig cool aus, im Poleon mit seinem Dreizack im Gesicht, der Herr der Meere. Wasser und Stahl mit Hydropumpe. Dann haben wir natürlich noch Staralili, das Taubsi aus der 4., obwohl Taubsi natürlich den Vorteil hatte, dass es nur 12 Bonbons gebraucht hat, um es zu entwickeln und 50 für die letzte Stufe. Aber hier hat man wieder mal 25 Bonbons und 100 Bonbons, wodurch natürlich Entwicklungssessions jedes Mal erschwert werden. Die erste war halt immer noch die einfachste, da gab es so viel Crap wie Hornlio und Raupi, womit man schön entwickeln konnte. Da haben wir jetzt Staravia und entwickeln das nochmal weiter für 100 Bonbons, beziehungsweise mit 100 Bonbons auf die letzte Stufe.
Ja, es war halt schon in den anderen Generationen so, dass nie wirklich diese 12er-Bonbons Pokémon mit reingekommen sind. Die haben dann immer alle 25 schon gehabt, dass man das alles mit Ratfratz vergleichen konnte. Aber 12er hatte keins mehr, glaube ich. Außer Flurmel vielleicht. Oder hatte Flurmel auch 25? Weiß ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall vom Typ Normal und Flug. Hat aber eine Kampfattacke, was sehr überraschend ist, mit 2400. Da drücken wir auch nochmal drauf. Und es ist genau 3/4. Da geht's wieder los. Als nächstes haben wir Bidiza. Den möchten wir auch entwickeln, den höchsten. Wie ich gehört habe, ist das wohl ein richtiges Meme, dieses Pokémon. Und da sind so viele Sachen darüber im Internet und darüber wird sich immer lustig gemacht oder das taucht einfach so oft auf als Meme, dass das schon richtig einen Kultstatus hat. Und seht ihr diesen Blick, seht ihr diese Ausstrahlung, dieses Gesicht, also das ist einfach richtig behindert. Normal und Wasser, Bodycheck Surfer. Da freut sich's nochmal und sieht aus wie übelst der Psycho. Dann haben wir noch Zirpurze, was wir entwickeln werden, was auch 50 Bonbons kostet. Und wenn ihr ohne Ton spielt, empfehle ich euch mal, den Ton anzumachen. Und mal, also wenn ihr einen Zirpurze seht und das anklickt, den Ton anzumachen. Oder wenn ihr es gefangen habt, mal auf das Pokémon zu klicken. Denn das hat so einen coolen Sound. Auch neuer Eintrag. Das sieht eigentlich auch cool aus. Zirpeise. Da freut sich's ein Käfer-Pokémon. Als letztes haben wir noch Haspiroar, das wir auch für mit 50 Bonbons weiterentwickeln. Und der Arm tut schon wieder weh. Aber das ist jetzt eh das Letzte, denn dann war's das mit den Entwicklungen für diese Folge. Wir werden noch ein paar Bonbons sammeln dann bei dem Einer Raid von Shinux. Aber das ist dann was ganz Besonderes. Vielleicht haben wir dann schon ein Shiny aus dem Raid bekommen oder aus dem Ei. Hier haben wir jetzt erstmal Schlapphohr vom Typ Normal mit Feuerattacken. Da drücken wir auch nochmal drauf. Boah, erinnert mich ein bisschen an Roselia oder so. Jetzt möchte ich euch das nochmal zeigen beim Zirpurze. Dazu mache ich mal den Ton laut. Tipp mal hier drauf und hört euch das an. Wie wenn man über so ein, ich weiß jetzt nicht wie es heißt, Geklimper da drüber geht, also das hat einen coolen Sound, das ist sehr musikalisch. Aber das war's wie gesagt jetzt für diese Folge. Wir machen noch ein paar Raids, wir brüten noch ein paar Eier, dass wir die letzten zwei Dinger auch noch bekommen und vielleicht entwickeln können und dann melden wir uns natürlich zurück. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.